So. Ja, Volo, der steigt jetzt auch auf. Auf 73. Campbell hat da noch ein bisschen hin. Ah ne, der ist ja auf 4, der will ja auf 74. So, ja, gut. So. Wer ist denn unser nächster Jugendspieler? Löst Vertrag aus, ja, von mir aus. Wir haben die nötigsten, haben wir uns geholt und gut ist. Mehr brauchen wir nicht. So. Ah, es war klar, dass sie jetzt den Vertrag auflösen. Ist aber für mich jetzt nicht schlimm. Oh, gegen die Würzburger Kickers geht's jetzt. Die Würzburger Kickers. Die Würzburger Kickers, lass mich lügen. Die sind... Ja, letzter. Also eine vermeintlich, auf dem Papier eine vermeintlich leichte Aufgabe. Naja, was heißt vermeintlich? Muss man nochmal gucken. Wow, ich muss unbedingt nochmal... Ich muss unbedingt noch ein bisschen näher damit ran. So. Auch nicht besser. So. So. War mal, aber ich wollte mal gucken, wie das bei denen jetzt gerade aussieht. 19, 15, eigentlich, ja, sie sind schon abgestiegen. Das ist eigentlich, können sie schon aufhören. Ja. Eigentlich können sie schon aufhören, wenn man so will. Aber gut, das soll gar nichts heißen. Das heißt nur für uns, wir müssen hellwach sein. Unser Spiel machen. Und ja, 3 Punkte Pflicht. 3 Punkte Pflicht, ganz klar. So. So. Gut. Und mal wieder Fritz Walter wieder. Hat uns beim letzten Mal auch nichts gebracht, aber gut. Schauen wir mal. Oder vielleicht können sie jetzt richtig befreit spielen, die Augsburger, weil sie sagen, wir haben ja eh nichts mehr zu verlieren. Augsburger sage ich Würzburger. Ach, durch die Mitte, das war doch, ist doch nix. Okay. Meine Fresse. Ey! Hallo? Alter Schwede. Gleich mal hier Karte. Warum nicht, ne? Ich hatte mal Bock. Hat mal Bock drauf zu rotzen. Ey! Ey! Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das waren klare Elfmeter. Ich würde sagen, wir sind die spielbestimmte Mannschaft, aber ihr wisst ja, es hat nichts zu heißen. Oh Gott. Die Lautra. Scheiße. Schuss, ein Tor, die Würzburger. Endlich. Und es war mal wieder Campbell. Es war mal wieder Campbell. Eieieiei.
Jetzt war es 34. ne? Ja. Ne, 35. Stimmt. Ja, genau. Direkt die Vorlage geliefert. Sauber. Da konnte er nur nachschauen. Ah, sehr schön. Thomas Buitink macht sein 24. Sehr schön. Sehr schön, Buitink. So, dein Tor 25, sehr schön. Jawohl, mit dem 3-1 gehen wir in die Halbzeit. Sehr gut. Dann gucken wir mal. Braunschweig. 1-0 gegen Ingolstadt, das ist immer gut. Dass Ingolstädter jetzt auf Zwickau, okay. Führt wieder, okay. Puh, das wird wahrscheinlich nur noch auf Relegations. Oh, ah, was war denn das zum Gegner hin? Wie bescheuert. Aber Grill regelt. Ey! Ja, aber hallo. Ja, ja. Rote Karte, jawohl. Aber bitte mit Sonne. Aber bitte mit Sonne. So, dann gucken wir mal. Und mit den. Yes! Jawohl. Nice. Schönes Freistoßtor. Schöne Ding, schöne Ding. Komm. Wir sagen euch auf Wiedersehen. Die Zeit mit euch war wunderschön. Kein Problem. Für Lennart. Oh, schade. Wie gesagt, momentan glaube ich, das höchste der Gefühle ist Relegation. Oh! Oh! Leu, oh! Krass, ey. Das war mal ein Knaller. Das war mal ein Knaller. Guckt euch den an. Zack. Lauchi, ich habe gerade Bremen besiegt. 2-1 im DFB-Pokal. Alter, 91 Spiel habe ich das so. Au, krass. Hammer, geil.
Und jetzt, ole, rot-weiß, ole, ole, rot-weiß, ole, rot-weiß, ole, rot-weiß, ole, ole, rot-weiß, ole, rot-weiß, ole, rot-weiß, ole, ole, rot-weiß, ole, rot-weiß, ole, rot-weiß, ole. Jawohl, ole, rot-weiß, so lauf die Geschichte. Oh. Ja. Dann treten sie uns halt die Männer kaputt, ne? Tja, wenn es nicht läuft, dann treten sie uns halt die Männer kaputt. Ihren Rasen können sie ja nicht noch kaputt. Oh. Ui, zweite rote Karte. Oh. Rustikal. I'm so in love with Lautschmerz. Ja klar, sehr geil. Jawollo. Jetzt spiele ich mit Magdeburg nachher im Finale gegen den BVB. Oha. Ja, machst du es genauso wie ich 2017. Weißt du Bescheid. So. So. Nach dem glatte 10 Booting, krass. So, gucken wir mal. Also, dann schauen wir doch mal, wie haben wir dann gespielt? Braunschweig hat 1-0, Ingolstadt weiterhin und 4-1 Zwickau, okay. Okay, das die punkten auch. Alles klar, Ingolstadt hat Fehler verloren. Ich versuch's. Dreierpacks sind heutzutage Seltenheit. Ja, gut. Sensationelle Leistung, klar. Würzburger Kiesel, das zeigen ja auch ihre 5 Tore. Nicht nachlassen, genau. Always. Ja, der nächste Sieg hat Würzburger Kiesel ihrer Meinung nach gut gespielt. Wir waren besser. Ja. Timothy, die waren wir besser. Ja. Ich danke Ihnen. So. Tabelle. Ja. Gut, dass, wie ich sag, ne? Gut, dass Ingolstadt Federn verliert momentan. Die sind greifbar. Ja, die sind echt greifbar. Muss man mal jetzt gucken, ne?